Ein Chaoshörnchen treibt sein Unwesen. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin Kerstin, Gartenmonis Tochter. Ich bin gestern in den Garten rausgekommen und bin erstmal total erschrocken. Wir haben hier ja viele Kübel rumstehen mit Gemüsepflanzen drin, Chili, Lorbeer und auch Blumen wie Rosen zum Beispiel. Wir haben auch zwei Bäumchen in Töpfe. Und da war überall Erde rausgebuddelt. Es waren riesige Löcher drin. Und ich war erstmal da gestanden, habe mir überlegt, welches Tier macht sowas. Ich habe dann gestern gleich mal Schaufel und Grubber geschnappt und habe das alles wieder gerichtet. Und heute habe ich mir gedacht, bin ja doof, eigentlich hätte ich wollte euch das eigentlich zeigen, aber im ersten Moment habe ich da echt nicht dran gedacht und habe gleich wieder alles gerichtet. Aber ich habe Fotos gemacht, die blende ich euch jetzt ein. Und jetzt zeige ich euch trotzdem mal, was dieses Hörnchen wahrscheinlich angerichtet hat. Wenn ihr eine andere Erklärung habt, welches Tier das gewesen sein könnte, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Das ist nicht das Chaoshörnchen, das auch nicht, aber in diesem Topf hier hat es gewütet. Jetzt sieht es wieder einigermaßen gut aus. Hier hat die Moni selber aufgegangene Hornfeilchen reingepflanzt und das war komplett umgegraben. Das Foto zeige ich euch jetzt. Ich habe sie dann wieder vorsichtig auseinandergezupft und alle wieder eingepflanzt. Schaut eigentlich ganz gut aus, ein bisschen chaotisch noch, aber so wie es aussieht, ist zum Glück keine kaputt gegangen. Die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Jetzt zeige ich euch mal noch die anderen Kübel. Hier sieht man eine kleine Stelle, das ist ja noch harmlos, das ist nur eine kleine Delle. Aber die anderen hat es deutlich schlimmer erwischt. Beim Bärwurz hat es auch gewütet. Jetzt, ich habe alles wieder gerichtet. Da waren riesen Löcher drin. Und hier am Rand seht ihr noch, da war es anscheinend auch gesessen oder es hat sich hier abgestützt. Das sind noch so ein paar Spuren, wo man sieht, dass da wirklich irgendwas war. Die hier hat es auch erwischt gehabt. Da blende ich euch jetzt auch ein Foto ein, wie das gestern ausgesehen hat. Und den Kübel hier, den habe ich jetzt gestern noch nicht hergerichtet, den habe ich vergessen. Da sieht man noch so ein paar Spuren. Der sieht jetzt aber echt noch harmlos aus da hinten. Da sieht man noch ein paar größere Löcher, aber die sind im Vergleich zu den anderen gestern noch relativ klein. Da sieht man auch noch was. Sieht man richtig, ne? Der hat hier komplett die halbe Pflanze freigebuddelt. Das kleine Mistkäferchen. Aber ich bin ja froh, dass nichts kaputt gegangen ist. Die Rose sieht auch wieder gut aus. Den Topf hier hat es am allerschlimmsten erwischt. Da kommt jetzt das Foto. Achtung, schaut mal, was das angerichtet hat. Es hat jetzt nicht nur die ganze Erde rausgebuddelt gehabt und Löcher gebuddelt, sogar diese Rankhilfe, da diese Pflanzstütze, hat es komplett rausgerissen. Die war am Boden gelegen, also richtig gewütet. Meint ihr auch, dass das ein Eichhörnchen war? Also ich habe weder Eichel noch Walnuss noch sonst irgendwas gefunden, aber so wie es ausgesehen hat, hat es wirklich, ist in jeden Topf gesprungen, hat Löcher gebuddelt, hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, da ist es doch nicht so toll, gehe ich mal zum nächsten. Also es hat ihre reinste Verwüstung hinterlassen. Wenn ihr meint zu wissen, was das für ein Tier war, schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare. Ist euch das auch schon mal so gegangen? Es ist echt, also gesagt, ich bin echt froh, dass den Pflanzen nichts passiert ist. Also es war jetzt halb so wild, aber es hat schon im ersten Moment echt wüst ausgesehen. Was kann man jetzt da machen, dass das nicht nochmal passiert?
Also, ich habe mir gedacht, man kann entweder vielleicht so ein bisschen Hasendraht über die Töpfe legen oder vielleicht auch Zweige mit reinstecken. Aber man muss natürlich bedenken, dass die Eichhörnchen sehr geschickt mit ihren Fingerchen sind, ne? Also, die können ja auch Deckel anheben und sowas. Das machen die auch, wenn es sein muss. Aber ausprobieren kann man es. Eine andere Möglichkeit wäre noch vielleicht, dass man Alufolie nimmt oder irgendeine andere Folie und die so ganz leicht verknüllt und mit reinlegt. Natürlich aufpassen, dass der Wind nicht mitnehmen kann. Vielleicht auch Alufolie verteilen und mit Zweigen nochmal sichern. Einfach, dass die Erde ein bisschen abgedeckt ist und das Eichhörnchen da meint, oh, komme ich nicht hin, gehe ich weiter. Also das ist jetzt so was mir so einfällt. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, dann bitte gerne in die Kommentare damit. Wenn euch das Chaoshörnchen Chaos gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Gartenmoni-Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video. Schaut mal bei uns im Shop vorbei und vergesst nicht, den Newsletter zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kerstin.